So, hallo und herzlich willkommen zurück in der weiteren Folge Space Engineers, immer noch zu dritt. Und wir wollten uns mal aufmachen und dieses kleine Schiff da hinten, Raumschiff, kapern, das schon ganz in unserer Nähe vorbeischwirrt. Mich entgegen. Erstmal zielen und dann losfliegen. Sind nur noch 1,5 Kilometer. Ich sehe den Punkt. Ja, das Schiff ist nicht groß, aber wenigstens etwas. Wo sind ein paar Solarkollektoren? Wer weiß, ob wir die noch mal brauchen. Ach, komm her. Jetzt fliegt das erstmal an mir vorbei. Wer trifft es als erstes? Blöde Ding, der einen Eingang hat. Kommt ein Eingang? Ja. Steuerkonsole? Irgendwo schon, ne? Vorne drin sein. Muss man dann die Dingens ausstellen? Naja. Warte, wie, wo, was? Theoretisch kommst du rein und kannst es fliegen, aber das Problem bei den Dingern ist immer, du musst irgendwo meistens was aufflexen, um dann an die Steuerungskonsole zu kommen. Ich sehe die Tür, also ich gehe da jetzt. Ach nee, das ist keine Tür, das ist die Die von Cargo hinten. Hier hinten Container. musst du einfach nur was aufflexen. Und Ich kann's nicht aufflexen, versuch dir mal. geht nicht. Ich kann so nicht aufflexen. Was soll der Mist? Ja, versuchen. Komische Sache. Das habe ich schon mal gesehen. Ich weiß noch nicht, was die gemacht haben. Aber bei denen konnte einer flexen. Das war der Server. Der Serverinhaber, der konnte das. Gibt's hier keinen, das ist ein Dedicated Server. Anflexen, so Kackladen hier. Ich häng Es hat keine fest. Tür, man kommt nicht rein, das ist doch jetzt unfair. Ah. 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 Aus. Aus. Aus was? Aus. Ich schalte gerade die Triebwerke aus. 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 Sind alle aus? Nö, da ist noch eins an. Bei mir sind sie noch an, bei mir stehst du auch Aus. außerhalb. Aus. Aus. Kann ich nicht ausschalten. Ich drücke zwar immer auf aus, aber ich kann nicht ausmachen. Das ist ja auch nicht deins. Aber es ist halt komisch, dass man es überhaupt nicht anflexen kann. Houston, wir haben ein Problem. Was? Weiß noch jemand, wo unsere Basis war? Ah, ihr habt keine Boje gesetzt, ne? Lost in Space. Schwierig. Ich könnte jetzt Vermutungen anstellen, aber das hilft, glaube ich, nicht. Wir sind schon ein ziemliches Stück weg. Nanu, was ist denn das da hinten? Okay. Das Ding fliegt in die Richtung. Man kann doch irgendwie aus sich rauszoomen, oder? Wie war das? Ja.
Nur wie geht das? Sehr interessant. Könnte das jemand rausfinden? Weil dann können wir uns schneller bewegen und vielleicht rausfinden, wo unsere Basis ist. Ich gar nicht. Zumindest visuell. Wie alt oder Steuerung oder irgendwas. Oh, was? Tab war es auch nicht. Und dann mit der Maus. Maus da dran und raus. Ich schon, ja. Das Problem ist, ich kenne die Taste nicht. Ich sehe euch Gesundheit. Ja. Wo bin ich denn? Flixen zugenäht. Ich glaube, ich hab's. Ich sehe dich aber auch nicht. Weil, warum auch immer, ich sehe keinen von euren Namen. So, das ist auch gerade mein Problem. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich voran bewege, obwohl hier ein Tempo steht. Ich glaube, ich habe irgendwie meine Ansicht fixiert oder so. Wahrscheinlich bin ich ganz woanders und ich gucke hier und fliege gleich irgendwo gegen einen. Wenn ihr jetzt irgendwo mal so einen Meteorit seht, der sich bewegt, wenn ihr irgendwie fliegt. Da gibt's einen mit einer Basis drauf. Das ist zwar nicht unsere, aber die hilft euch schon mal zum Aufladen. Ich nur zwei Private Sale. Ich bewege mich überhaupt nicht. Also ich habe jetzt hier eine kleine Gruppe von Meteor. Glaube ich irgendwas. Lass mich mal ins Hauptmenü gehen. Ja, zur Not Hauptmenü nochmal spawnen, dann müsstest du nochmal drauf sein. Aber ich habe doch keine Krankenstadt. Komme ich wieder mit dem Schiff oder was? Nee, du kannst ja dann bei einer anderen spawnen. Du bist ja. Oder bist ja in der Faction drin, in der Fraktion. Und dann kannst du ja eine von den Medical Rooms von da nehmen. Ah, ich habe hier was. Das ist es auch nicht. Ich bin im Ladebildschirm. Eine Plattform auf jeden Fall. So, ich bin wieder an der Station. Das erste, was wir jetzt bauen, ist ein Boje. Bodenstation, eine richtig große, fette sogar. Ja, genau, das ist die eigentliche Station? Na, Station, genau. Ich habe aber unsere gerade gefunden. Haha. Schnell vor euch auch. Ich musste aber nicht reconnecten. Inwiefern ist das dann jetzt kannst besser? Du mir ja gleich von der Startposition aus erklären, wo ich hin muss. Na, reise ich jetzt? Ja, ich sehe deinen Namen auch. Ah, toll. An dieser Station kann ich mich aber nicht aufladen, sehe ich gerade, weil die hat keinen Strom mehr. Oh, das ist natürlich schlecht. Warte mal, ich ziehe mal. Ich muss mal gucken, wo die war. Dann komme ich zu dir. Wie viel Energie hast du noch? 40. Ah, ich bin bei 48, das reicht. Warum habt ihr denn diese Station nicht weiter verfolgt? Die habe ich nicht gesehen. Ich wusste auch nicht, dass es die gibt. Achso, ja dann. Da ist er. Ja, die hätte sogar eine Boje. Ich einen Schatten. Wir sind nur ein Schatten. Tatsächlich. Ah, da. So, da bin ich. Hier, dann lass uns mal die Boje mitnehmen. Können wir die da gleich wieder aufbauen? Ich wollte jetzt hier sowieso einbauen. Mit zwei Körben in zwei Packleisten unter, weißt du? Stimmt. Ne, packen wir. Klappt, glaube ich, nicht.
Oh. Ich bin voll. Was fehlt uns denn noch? Stahlrohr groß, Stahlrohr klein. Radio Communication. Das Zeug fehlt. Sind noch 31 von 40 drin. Ah komm, dann lass uns nochmal dran bauen. Dann? Selbst wenn. Ey, ich hab kein Schweißgerät dabei, Mann. Ich hab doch so alles ausgeladen. Mit G kannst du es wieder reinmachen. Das müsstest du immer da dabei haben. Nein. Ich hab's ja ausgeladen, weißt du? Komplett ausgeladen, warte. Das braucht auch Herstellungskomponenten. Ich tropf's mal kurz. Aber wieso? Lass doch mitnehmen die Komponenten. Dann bauen wir da wieder an. Also wir schmeißen die bei dir gleich ins Lager, fliegen nochmal zurück, weil es scheint ja nicht so weit weg zu sein, wenn du hier bist. Das stimmt auch mal wieder. Kommunikationskomponenten haben wir gar nicht, oder? Nee, nee, deswegen klauen wir das hier. Von hier. Wo haben wir Kommunikationskomponenten? Nein, wir bringen die jetzt mit. Weißt du, was ich meine? Wir bauen jetzt hier die Boje ab und bauen die bei uns dran. Ich wollte sie euch hinbauen, damit ihr die Station findet. Weil ich habe ja schon angefangen. Das ist gar nicht so weit. Das ist gar nicht so weit. Das ist wieder eine andere Station. Jo, wo bist du hin? Du bist schon wieder weg. Was? Ach da. Ja, ja. Nee, ich hab's. Jetzt. Ja, doch. Ist doch die Station. Ja. Alles klar, da hatte ich ja doch die richtige Mauer. Ah, da ist er. Muss ich nur ein bisschen abbremsen, sonst klatsche ich ja gleich voll drauf. Schmeißen wir die mal da rein. Da hinten ist die Boje. Hol nur Rest. So, ich muss nochmal laden gehen. So. Ja, die Kommunikationskomponenten fehlen noch. Und noch einige. Das war der große da vorne, ne? Computer, wie sehen denn? So sehen Computer aus. Bin ich blind? Neun Stück haben wir. Ich glaube, wir müssen doch nochmal fliegen. Ja, du musst mir nur sagen, was ist, da komme ich mit. Moment, erstmal aufladen. Ah! Ah! Ich kann mich nicht in das Ding da reinsetzen. Warum nicht? Hast du das nicht mit der Fraktion geteilt? Das Cockpit? Doch. Ups. Also doch nicht. So, wenn du jetzt in diese Richtung fliegst, in die ich schaue. Auf dem Asteroiden. Aus. Genau. Da ist gerade ein Korsiker an mir vorbeigesaust. Auch so einmal dran ditchen, dann bist du voll. Ja. Okay, wir haben scheinbar einen anderen Asteroiden anvisiert. Muss auf den hinteren fetten, aber davor leicht rechts. Da ist die Platte. Ja, jetzt bist du gerade an mir dran vorbeigeschossen. Ne, das war ich. Oh, ich habe hier Schwefel gefunden oder auf jeden Fall was Gelbes. Also ich bin scheinbar nicht an dem Asteroiden, wo ihr seid. Soll ich die Nummer einfangen gehen? Ich sehe auch eure Namen nicht. Zu weit entfernt. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Ich bin an einem großen, fetten und ich höre auch was. Ach, ich
sehe euch. Ich komme. Ich sehe es doch. Ich bremse. Bremsen. Okay. Ah. Dann willst du draufknallen? Stimmt, die hätten wir auch nehmen können. Was sind das da? Das ist so Füße. Hier kannst du eigentlich dein Schiff gut an. Da schwebt irgendwie ein Block. Kann das sein? Ja, der ist an diesen Füßen. Das sind ja umgebaute Füße, große Füße, die umgebaut drauf sind, wo du dran andocken kannst. Und wieder zurück. Hey, hey. Ich bin wieder hilflos verloren. Wir wollen geradeaus rüberfliegen. Es sind ja nur 6 Asteroiden, von daher geht's ja noch. Ich flieg jetzt mal auf Verdacht. Bei Schnauze sozusagen. Jupp. Ist ganz gut, glaube ich. Ich denke, das ist unsere. Ja, diese hast du doch. Ich habe mich eben schon gewundert, was ist denn das? Und dann war es irgendwie eine andere Station. Das ist die Station aus dem einen. Wir haben aber nur 21 jetzt momentan Kommunikationskomponenten. Ja, du kannst immer nur 5 schleppen. Voll. Da waren aber keine mehr drin. Stimmt nicht. Also ich war schon bei den, also vom Anzeige her schien es so, als wäre er schon bei den Herstellungskomponenten. Ja, aber es sind trotzdem noch Materialien drin. Das ist es ja, die fliegen dir gleich um die Ohren. Na, dann mach mal. Was ist das auf Null, dieser Handschuh? Ich habe einige Kommunikationskomponenten schon in die Lagerdinger reingeschmissen. Also eigentlich braucht nur einer von euch die wieder zusammenflicken, was die Folie auf dem. Die habe ich schon raus. Ja, so ein paar Orientierungsschwierigkeiten habe ich auch. Das ist halt Weltall. Stimmt nicht, hier waren noch ein paar drin, Kommunikationskomponenten. Ich wollte doch sagen, ich habe die alle in irgendwelchen Frachtcontainern reingeschmissen. Gerade habe ich noch welche reingeschmissen, wieder 5. Merke, es ist nicht so einfach. Es fehlen noch 4. Ja, die sind noch drüben. Kommt noch einer? Ich habe Angst, das zu Ende zu wechseln. Nee. Ah! Boing. Boing! Nun, bist du tot oder? Ja. Was? Er ist voll drauf geklatscht auf die andere Plattform. Ja, jetzt ist dein Name rot. Er kam voll angeschossen und BATS! Weg war er. Irgendwie hat das mit dem Bremsen nicht mehr funktioniert. Ist das der richtige Asteroid, wo ich drauf zufliege? Nee. Ich glaube, ich hatte die Dämpfer versehentlich ausgeschaltet. Wenn du fliegst dein Leichnam, ich weiß nicht, kann man den looten? Ja. Seitdem das PvP drin ist, kann man den Leichnam auch looten. Nix runtergefallen, ne? Wir haben alles, ne? Ne, wir haben alles.
bauen wir jetzt das Bochen auf. Klatschen da mal einen schönen Namen rein. Home Sweet Home oder so. Auf jeden Fall, wo wir hin. Dann brauchen wir, glaube ich, erstmal ein Schiff. Weil ich glaube, diese Satelliten kannst du nur kapern, wenn du mit deinem Schiff dran fliegst. Praktisch, also deiner Station ziehen. Ich glaube, dann geben die es. Also ich weiß, dass man andere Schiffe, die Türe hat, die Türen haben, auch normal kapern kann. Ja, ja. Die hatte auch eine Tür, aber ich hab sie ehrlich gesagt nicht gesehen. Da also stand, die Boje ja sieht man nicht von weitem, oder? Von den Gyroskopen dran, aber ich konnte, weil das Schiff ja nicht mir gehörte, konnte ich die Tür auch nicht öffnen. Also wie gesagt, die Boje sieht man jetzt nicht von so weit weg, also nicht mal von dem anderen Asteroiden aus. Habt ihr die auch aktiviert schon? Oder das Feld ist doch an. Über das. Jetzt ist sie an. Ja, die war eben schon an, als ich angeflogen kam. Sei denn, sie wäre vorher noch nicht ganz fertig gewesen. Das könnte sein. Die hab ich jetzt erst fertiggestellt. Was sagen? Ja, aber die leuchtet ja schon, bevor sie ganz fertig ist. Kannst du dir noch einen Namen geben? Ah, hast du schon. Eierbohle. Nee, das hat sie automatisch, glaube ich, den Namen. Auf jeden Fall kannst du dir noch einen Namen geben und dann. Also ich habe jetzt weiß drin, Bayobo. Ich schau mal rüber zum anderen Asteroiden, also zu der anderen Base, aber mir zeigt er mir immer noch an. Bayobo hier 300 Meter, 400 Meter, 500 Meter. Das Ding scheint jetzt zu funktionieren. Das Was wollen wir denn als erstes für ein Schiff bauen? Eins zum Abbauen, eins zum Schweißen. Eins zum Angreifen. Frage, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, zum Abbauen, damit wir hier mal ein paar Ressourcen in die Schmelze schmeißen können. Genau, damit die Raffinerie immer was zu tun hat. Genau. Also wir müssen dann sowieso über kurz und lang sowieso in, überlegen, noch eine zweite Raffinerie zu bauen. Weil das sonst mit einer alles viel zu lange dauert. Das durchgehackt hat immer. Ja, die kann man ja dann gerade daneben stellen. So, das machen wir aber alles erst in der nächsten Folge, denn dieses auch schon wieder vorbei. Wir sind jetzt wieder bei 22 Minuten. Die Zeit verfliegt. Dann. Ja, es geht flott. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Schaut doch das nächste Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.